Hallo und herzlich willkommen zu diesem Arbeitsblatt zum Thema Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Johannes und ich bin dein Coach für dieses Arbeitsblatt. Am besten ist es jetzt, wenn du es entweder ausgedruckt oder digital vor dir hast. Du findest es auf unserer Homepage und da gibt es auch gleich den Link zur Videoreihe und zu einer ausgearbeiteten Version. In diesem ersten Video werden wir uns anschauen, was das nötige Vorwissen ist und welche Ziele wir verfolgen, wenn wir das Arbeitsblatt gemeinsam durcharbeiten. Wir fangen einmal mit dem Vorwissen an. Für dieses Arbeitsblatt solltest du bereits wissen, was Laplace-Experimente sind. Dabei handelt es sich nämlich um eine spezielle Art von Zufallsexperiment, das zwei Eigenschaften erfüllt. Einerseits ist die Anzahl der Ergebnisse endlich und andererseits tritt jedes dieser Ergebnisse mit der gleichen Wahrscheinlichkeit ein. Das typische Beispiel dafür ist der sechsseitige Würfel. Jede der Augenzahlen von 1 bis 6 wird nämlich mit der Wahrscheinlichkeit ein Sechstel gewürfelt. Außerdem solltest du wissen, was Stabdiagramme sind und wie man sie zeichnet, beziehungsweise wie man Stäbe in ein Stabdiagramm einzeichnet. Ich zeige dir hier ein Beispiel dafür, das wir auch später im Arbeitsblatt wieder sehen werden. Du solltest auch mit der Bruchrechnung und mit der Prozentrechnung gut vertraut sein. Um das Ganze zu verknüpfen, solltest du auch in der Lage sein, zwischen Brüchen, Dezimalzahlen und Prozentsätzen zu wechseln. Das heißt, dass du von einer Darstellungsform in die andere umwandeln kannst. Dann gibt es den Begriff der absoluten, relativen und prozentuellen Häufigkeiten, dem wir hier auch nochmal begegnen werden. Falls dir dieses Thema noch neu ist, dann kannst du dir meine Videoreihe zum Arbeitsblatt Relative Häufigkeiten und Baumdiagramme anschauen, indem ich das erkläre. Du solltest auch mit der Mengenschreibweise vertraut sein. Und du solltest wissen, wie man Tabellen aufstellt und Werte in Tabellen einträgt, weil wir uns mit Häufigkeitstabellen beschäftigen werden. Unsere Ziele für diese Videoreihe sind nämlich folgende. Zuallererst einmal werden wir den Ergebnisraum und die sogenannten Elementareignisse eines Zufallsexperiments bestimmen und dann in Mengenschreibweise angeben. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele dafür. Kurz zur Erinnerung. Wenn wir hier eine Menge haben, das ist jetzt so als grauer Bereich eingezeichnet, und da sind drei Punkte drin. Die nennen wir dann A, B und C und die Menge nennen wir M. Das Ganze in Mengenschreibweise sieht dann so aus. M, Doppelpunkt ist gleich, also die Menge M ist definiert als, und auf der rechten Seite hier haben wir in den geschwungenen Mengenklammern alle Elemente, die in der Menge drin sind, also A, B und C, einfach durch Beistriche getrennt. Jetzt haben wir hier vier klassische Zufallsexperimente, nämlich den sechsseitigen Würfel, ein Kartendeck mit vier Farben, eine Münze, und eine Urne mit roten und blauen Kugeln. Und die Ergebnisräume dieser Zufallsexperimente könnten dann zum Beispiel so angeschrieben werden. Für den sechsseitigen Würfel ist das die Menge der Zahlen von 1 bis 6, weil wir ja die Augenzahlen als die Zahlen aufschreiben könnten. Das Tolle an der Mengenschreibweise ist aber, dass wir das Ganze auch anders machen können, solange klar ist, welche Ergebnisse wir damit auflisten. Für das Kartendeck könnten wir nämlich zum Beispiel einfach die Kartenfarben nehmen und dann in der Mengenklammer hier Pik, Herz, Treff und Karo hineinschreiben. Genauso gut könnten wir auch einfach diese ganzen Farben ausschreiben, also einfach die Wörter in die Mengenklammer hineintun. Das habe ich hier bei der Münze gemacht, weil hier könnten wir auch Kopf und Zahl einfach ausschreiben. Das sind dann die beiden möglichen Ergebnisse. Und für die Urne wäre auch eine Möglichkeit, dass wir einfach die Farben aufschreiben. Ich habe diese hier zusätzlich noch eingefärbt, damit man besser sieht, welche Farbe da gemeint ist. Gut. Das nächste Ziel wird sein, die Eigenschaften eines Wahrscheinlichkeitsraums kennenzulernen. Und wir werden auch verschiedene Ereignisse von Zufallsexperimenten in Worten und mathematisch beschreiben können. Ich gebe dir hierfür wieder ein kleines Beispiel. Wir werden nämlich da dann feststellen, dass diese Schreibweise meistens effizienter ist, wenn wir das Ganze mathematisch aufschreiben. Wenn du dir diesen Satz mal anschaust, der ist ja relativ lang. Jetzt werden wir das Ganze in mathematische Schreibweise verwandeln. Und dann sehen wir, was genau hier in diesem kleinen Stück drinsteckt. Die Wahrscheinlichkeit, also hier das P, mit einem fairen sechsseitigen Würfel einen Sechser zu würfeln, das haben wir hier, also hier ist der Sechser, der gewürfelt wird, beträgt ein Sechstel, ist gleich ein Sechstel. Hier sieht man recht gut, welche der beiden die kürzere ist. Das ist eben der tolle Vorteil, weil wir uns da eine Menge Schreibarbeit sparen können. Nächstes Ziel ist, Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen zu berechnen. Irgendwas muss ja auch immer berechnet werden. Und da gebe ich dir auch wieder ein kleines Beispiel dafür. Und wir rufen uns dafür folgenden Merksatz in Erinnerung. Um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dividieren wir die Anzahl der günstigen Ergebnisse durch die Anzahl der möglichen Ergebnisse.
Das Beispiel, das wir uns jetzt anschauen, ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem sechsseitigen Würfel eine gerade Zahl zu würfeln. Das heißt, wir suchen p für gerade Zahl und das können wir aus den einzelnen Wahrscheinlichkeiten aller Ergebnisse, die für dieses Ereignis in Frage kommen, zusammenrechnen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten für alle geraden Zahlen, also 2, 4 und 6, wenn wir dann noch die Werte, die wir ja kennen, das ist ja immer ein Sechstel, dafür einsetzen, dann summieren wir einfach 3 mal ein Sechstel auf. Das ergibt in Summe 3 Sechstel oder als vollständig gekürzter Bruch dann 1/2. Also ist die Wahrscheinlichkeit, eine gerade Zahl zu würfeln, gleich 1/2. Wir werden uns das aber im Laufe des Arbeitsblattes noch näher anschauen. Dann ist auch ein Ziel, Wahrscheinlichkeitstabellen aufzustellen und zu ergänzen. Also wir werden mit Tabellen arbeiten und das Spezielle in diesem Fall ist einfach, dass wir mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Ich gebe dir auch hier wieder ein kleines Beispiel dafür, und zwar der klassische Münzwurf. Das funktioniert genauso wie die Tabellen, mit denen du vielleicht schon gearbeitet hast, nur dass eben Wahrscheinlichkeiten drinstehen. Wir haben hier die erste Zeile für die jeweiligen Ergebnisse, also Kopf und Zahl, und in der nächsten Zeile dann die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten, also in beiden Fällen 1/2, weil die Chance, Kopf oder Zahl zu würfeln, ist ja jeweils 50-50. Und zu guter Letzt werden wir auch herausfinden, wie das Thema Wahrscheinlichkeiten mit dem Thema relative Häufigkeiten zusammenhängt. Es gibt nämlich da eine wichtige Verbindung. Kurz zur Erinnerung, die relative Häufigkeit erhalten wir, indem wir die absolute Häufigkeit durch die Anzahl aller Werte dividieren. Wenn wir uns jetzt hier diese beiden Pfeile anschauen, es gibt einerseits mal die linke Seite die Wahrscheinlichkeiten und die rechte Seite die relativen Häufigkeiten. Fangen wir mal an, indem wir von links nach rechts gehen. Wenn wir eine Wahrscheinlichkeit kennen, hier zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, einen Sechser zu würfeln, also ein Sechstel, dann können wir diese Wahrscheinlichkeit nutzen und eine Vorhersage treffen für das, was passieren wird. Angenommen, wir würfeln 1000 Mal mit einem sechsseitigen Würfel. Wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Sechser ein Sechstel beträgt, also werden wir sagen, dass im Schnitt in einem von 6 Fällen ein Sechser gewürfelt werden wird. Das heißt, ein Sechstel der 1000 Würfe wird wahrscheinlich einen Sechser anzeigen. Wir können mit Wahrscheinlichkeiten relative Häufigkeiten vorhersagen. Das Ganze geht auch in die umgekehrte Richtung, es funktioniert nur ein bisschen anders. Und zwar, angenommen, wir tun jetzt so, als ob wir noch nicht wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeit für einen Sechser ist. Aber wir machen jetzt einfach ein paar Probewürfe, zum Beispiel 1000 Mal. Wenn wir jetzt 1000 Mal gewürfelt haben und dann feststellen, dass 200 dieser Würfe einen Sechser anzeigen, dann könnten wir vermuten, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Sechser 200 von 1000 Würfen, also gekürzt ein Fünftel, beträgt. Weil wir haben ja 1000 Mal gewürfelt und da festgestellt, okay, in einem von 5 Fällen haben wir einen Sechser gewürfelt, also könnten wir dann vermuten, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Sechser ein Fünftel sein muss. Wir wissen jetzt natürlich, dass das nicht wirklich so ist, dass die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel ist, aber wenn wir das einfach mal durch Experimente ausprobieren, dann geben uns die relativen Häufigkeiten einen Schätzwert für die Wahrscheinlichkeiten. Also je öfter wir das machen, umso genauer wird dieser Schätzwert im Idealfall. Und damit können wir dann die Wahrscheinlichkeit, die sich dahinter versteckt, schätzen. Also wir schätzen mit relativen Häufigkeiten Wahrscheinlichkeiten. Das sind jetzt hier nochmal die Ziele aufgelistet. Ich hoffe, du kannst dir jetzt schon ein bisschen vorstellen, was wir bei der Bearbeitung des Arbeitsblatts machen werden. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.